Willkommen zu einer weiteren Review auf meinem Kanal. Mein Sohn steht voll auf Paw Patrol. Dementsprechend waren noch einige Produkte davon unter dem Weihnachtsbaum. Und eins davon möchte ich euch heute mal zeigen, nämlich den ferngesteuerten Feuerwehrwagen von Marshall. Die Fernbedienung ist ziemlich handlich und passt perfekt in kleinere Kinderhände. Sie hat aber auch nur zwei Tasten. Mein Sohn hat die Steuerung ziemlich schnell rausgehabt. Das Auto ist sehr gut verarbeitet und hält einige Stürze aus. Als Serienfan bemerkt man schnell die Detailtreuheit des Feuerwehrwagens. Mein Sohn fährt aber auch sehr gerne mit dem Auto ohne Fernsteuerung. Mit dem Marshall werden Kinder zum Helden des Tages. Kinder können ihre Fantasie freien Lauf lassen und Szenen aus der beliebten TV-Serie nachstellen, sowie mit ihren Lieblingswelpen aus Paw Patrol brandneue Rettungsmissionen spielen. Für das Auto braucht ihr 5 AAA-Batterien, 2 kommen in die Fernbedienung und die anderen 3 kommen runter ins Auto. Ich gebe offen zu, ich selbst cruise ziemlich gerne mit dem durch die Wohnung, es macht echt viel Spaß. Mein Sohn benutzt das Auto meistens auch ohne Fernbedienung, also er fährt einfach damit durch die Gegend und er hat ziemlich viel Spaß damit. Wenn dein Kind auch ein großer Fan von den Helfern auf 4 Pfoten ist, machst du mit dem Produkt definitiv nichts falsch. Auf der Packung steht zwar, dass das Spielzeug erst ab 3 Jahren zu empfehlen ist, aber mein Zweijähriger hat trotzdem damit Spaß und es sind keine Kleinteile da, die irgendwie abfallen können, die das Kind verschlucken kann. Dementsprechend könnt ihr auch ein kleineres Kind guten Herzens damit spielen lassen. Wenn das Feuerwehrauto von Marshall auch was für euch ist, ist der Link wie immer unten in der Beschreibung. Ansonsten sage ich, lasst mir ein Like da, die Dinger mag ich. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.